ihr Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, heute auf dem Gartentisch haben wir das Kellerbier, ja, Fürst Karl Schlossbrauerei, richtig. Diesmal ein Kellerbierchen, ja, sieht erstmal wieder recht ansprechend aus, ne, mit dem Reiter da und hier schön mit diesem, ja, was ist denn das hier so, Kupferfarben, Bronzefarben, ein Etikett. Jetzt mal rein, so schaut's aus. Oh, ist ein bisschen dunkel, ne? Ah, so könnte es gehen. Ja, und da habe ich jetzt richtig Bock auf ein Kellerbier, ne? Kellerbier, wissen wir, ist immer ein bisschen würziger, ist immer, auf jeden Fall naturtrüb sollte es sein eigentlich, bei einem guten Kellerbier. Ist ja untergärige Biersorte. 5,1% haben wir drin, aber ich würde sagen, wir verlesen einfach mal wieder die Karte, ne? Weil wenn wir die schon haben, dann müssen wir dann natürlich auch lesen. So, Kellerbier, da ist die Karte schon aufgeschlagen und ich verlese wieder. Also, so trinken die Brauer ihr Bier am liebsten, beim Zwickeln, direkt vom Tank. Das Bier ist trüb, kräftiger im Geruch und Geschmack und vollmundig durch die natürlichen Bestandteile der Rohstoffe, die in diesem Bier enthalten sind. Ja, also schön naturtrüb, das ist auf jeden Fall schon mal lecker und Zwickeln, wie gesagt, das ist so in diesem Brauerjargon, ne? Das ist so, wenn das da so direkt so vom Tank kommt und dann probieren die das und das nennt sich wohl Zwickeln. Weil wenn ihr meine Bierflasche seht und da steht drauf Zwickelbier, dann ist das meistens untergäriges Kellerbier. Ja, ja, mal ein bisschen klugscheißern, hier muss man ja auch mal, ne? Aber wo wir mal nicht klugscheißern tun, wo wir uns immer einig sind, ja, Freunde, wir haben wieder Bierdurst, ne? Und aus diesem Grund wollen wir uns mal drum kümmern. Ich glaube, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. So ein schönes Kellerbier, ist schon eine Weile her, wo ich das letzte getrunken habe. Und ja, da passt das hier schon sehr, sehr gut. Ja, Schlossbrauerei aus Ellingen, Fürst Karl, sehr schön. Ja, bis jetzt muss ich sagen, sind wir ja doch recht gut, ne? Das ist so irgendwie alles doch recht lecker, was da kommt. Bin jetzt mal gespannt, wie jetzt hier, ich leg das mal dahin, wie das jetzt hier so rüberkommt. So, erstmal Entspannungsverdampfung, ja, kommt raus, sieht schön aus und wie immer, wir lassen mal laufen. Oh. So, ach, bleib da, du Tropfen. So, was haben wir denn da? Ist das ein Bier? Ja, ist ein Bier. Gibt sich als solches zu erkennen. Sehr schön. Auch hier wieder zwei Fingerbreite Blume. Ja Mensch, das ist ja wie abgesprochen hier. Was? Das ist ja immer zwei Fingerbreite Blume hier. Das ist ja schon mal gut. Und auch diese ist richtig schön feinporig. Das erkenne ich sofort. Und auch hier wieder Top-Qualität, wie gesagt, da sind keine Risse, keine Löcher, keine Kraterbildung. Ja, ein paar Luftbläschen sind drauf, ja, aber bleibt auch schön an der Glaswand haften. Leute, 90 Sekunden Standard hält das Blümchen durch, schaut mal. Ja, also sieht sehr, sehr schön wieder aus, finde ich toll immer, oh, das ist so, wow. So, dann wollen wir mal gucken. Okay. Unfiltriert steht drauf. Also blickdicht ist was anderes, würde ich mal sagen. Aber gut. Also da hatten wir schon Kellerbiere gehabt, die waren tatsächlich naturtrüb gewesen. Also das ist jetzt ein bisschen verblüffend. Das ist eigentlich, von der Optik her, muss ich sagen, sieht das eher aus wie ein filtriertes Bier. Ja, also das ist, also ich kann da alles, 1, 2, 3, also ich kann da alles durchgucken, ja, also ich könnte da sogar ein Buch durchlesen, also da scheint irgendwas nicht zu stimmen, zumindest von der Optik her, das ist doch ein wenig irritiert, also wenn wir da mal so in den Industriestandard bei diesen Supermarktvertretern da mal gucken, da haben wir tatsächlich schon ein bisschen dunkleres Kellerbier schon gehabt, was auch tatsächlich auch trüb war, also da war dann wirklich ein bisschen schwieriger mit dem Durchgucken, weil das ist hier eindeutig, ich würde hier noch nicht mal von teilfiltriert sprechen. Aber naja, egal, kann ja auch mal vorkommen. So, ansonsten aber sieht es zumindest erstmal schön tief aus. Hat tatsächlich eine schöne Saftigkeit, eine schöne Tiefe. Alles andere als wässrig, was ich schon mal schön finde. Von der Karbonisierung her auch eher durchschnittlich. Finde ich auch soweit okay, sage ich mal. Perlt gemütlich ab, darf es auch. Hm. Ja, und von der Farbe her, wie gesagt, geht das nicht so dunkel, wie ich es mir jetzt vorgestellt hätte. Also ist durchaus ein bisschen hellerer Typ. Gerade, ob ich da Schwebeteilchen drin entdecke.
dachte gerade, da habe ich ein paar Flöckchen gesehen. Aber nee, ist nicht. Das ist die aufsteigende Kohlensäure. So, Freunde, ja, Optik, Ästhetik, was soll ich sagen? Also für mich sieht das ehrlich gesagt nicht aus wie ein Kellerbier. Da bin ich wirklich ganz ehrlich, vom Farbton her, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Also irgendwie, das ist mir ein bisschen zu filtriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen von der Optik und so finde ich jetzt nicht ganz so pralle. Gebe ich nur 3/5/6 möglichen Punkten. Ein bisschen so, ja, Kellerbier darf gerne, ne, so schön ein bisschen verdunkelt sein irgendwie. Und vor allen Dingen auch trüber, viel trüber. Muss jetzt nicht so sein wie ein Weizen, aber so ein bisschen trüber darf das sein, finde ich. So, ja, da sieht es schon wieder ein bisschen schöner aus, beziehungsweise da riecht es doch mal gleich wieder schöner. Oh, leicht fruchtig, Leute, das riecht hier leicht fruchtig, schön gewürzt, schön fruchtig, das mag ich. Vom Bouquet her wieder ausgezeichnet. Oh ja, oh, oh. Oh ja, so richtig schön, so eine schönen, süßen, überreifen Früchte, so, das mag ich. Durchaus auch ein bisschen gewürzter. Ja, sehr auf den Malzkörper bezogen, finde ich gut. Darf gerne beim Kellerbier immer ein bisschen kräftiger sein. Also vom Geruch her, super. Schönes Bouquet, gefällt mir. So, Freunde, und nun, genau, jetzt kommt der Antrunk. Dann wollen wir mal schauen, wie es schmecken tut, ne? Genau, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, lecker ist es. Oh ja. Oh. Mhm. Ja. Süffig, Leute. Süffig. Vollmundig, süffig. Das sind schon mal so zwei Sachen, die mir sofort beim Antrunk in den Kopf reinschießen. Das ist so genau das, was man so von so einem, ich weiß, Landbier, ist ja jetzt nicht kein eigener Bierstil, aber so was man so, ich sag ja immer so schön, die Sonne geht unter, ne, so ein schöner Sundowner und das ist dann so auf der Terrasse, auf der Veranda und dann hast du so dieses Urige, ne, so das ist so dieses Vollmundige, dieses Süffige, das zieht sich so runter, so, ne, richtig so wie Öl irgendwie, so muss das sein, das finde ich richtig gut irgendwie, toll, macht schon auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Ganz klar, hier haben wir es, würde ich auch hier wieder sagen, mit einem Hybriden zu tun. Das hat einen guten Zug drauf. Ja, allerdings würde ich vorsichtig sein, es ist kein Bier, was man wegexen sollte. Warum, kann ich genau erklären. Beim Antrunk wirst du es schon merken, es ist einfach diese Saftigkeit, dieses eher Wuchtige. Und immer wenn Bier saftig und wuchtig ist, dann sollte man es ein bisschen länger im Mundraum behalten, ein bisschen Temperatur anziehen lassen und dann gibt es nochmal ein paar feinere Nuancen frei. Und ja, das wird einem sozusagen gedankt damit. Ne? Das ist eine schöne Sache. Deswegen empfehle ich doch tatsächlich eher das Bier als eher gemütliches Bier zu behandeln, kleinere Schlucke zu nehmen, ein bisschen länger im Mundraum behalten und dann hat man auch tatsächlich seine Freude damit mit den einzelnen Aromen. Auf die kommen wir jetzt nochmal zu sprechen. Kellerbier typisch, ganz klar, Fokus liegt auf dem Malzkörper, hier schön streng gewürzt, das darf auch gerne so sein. Erinnert mich auch immer so ein bisschen an, ich sage jetzt mal so Weihnachtsbiere, so ein bisschen Winterbiere. Ihr merkt schon, da ist so vom Würzfaktor her schon so ein bisschen so diese eher schwereren, intensiveren Gewürze tatsächlich drin im Geschmack hier. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, trotzdem verliert es aber nicht an diesem Getreidekörper. Ja, das ist so trotzdem noch so dieses Getreidige, dieses Liebliche, ne, was man vom Bier her ja sehr mag. Das ist auch vorhanden. Finde ich ganz gut. Hopfung habe ich jetzt wie immer, ja, ist immer schwierig beim Antrunk, habe ich jetzt nicht gerade wahrnehmen können. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen gucken. Und ein bisschen Fruchtigkeit habe ich auch schon rausschmecken können. Finde ich gut. So, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Also auf jeden Fall vom Antrunk her, toll. Also da hat man auf jeden Fall Bock drauf und finde ich gut. So. Ja, da merkt man tatsächlich auch, wie viel hat es? 5,1. Also hier zum Beispiel im Verhältnis zu den anderen Bieren, die wir bisher probiert haben, merkt man hier tatsächlich eine leichte Alkoholkante. Darf aber auch sein, weil genau die unterstreicht auch nochmal so diesen typischen Charakter von einem Kellerbier. Dass der halt so ein bisschen so, ja, mit Bums, ein bisschen Schmack ist so. Das darf gerne ein bisschen kräftiger sein. Sundowner, habe ich schon gesagt, das ist genau das Richtige. So, ne, so nach Feierabend so die Quanten auf den Tisch und dann schön so in die Sonne, ne, so, oh, und dann hier schön, ne, Kellerbier. So, das geht auf jeden Fall. Heißt ja nicht, dass man Kellerbier direkt im Keller trinken muss. Man kann auch rausgehen an die Sonne, das geht auch. Nicht, dass irgendeiner auf die Idee noch kommt, irgendwie, oh, das Kellerbier, den muss ich nur im Keller trinken. Nein, nein, Leute, ihr seid ja keine Braumeister, ja, die machen das, die zwickeln da. Aber ihr dürft auch nach oben da den Sonnenuntergang genießen. Genau. So, gucken wir mal weiter.
Ja, schön lieblich vom Malzkörper her, gefällt mir sehr gut. Das ist nicht zu aufgesetzt, das ist genau richtig ausjustiert. Das ist richtig geil, kann so bleiben, finde ich. Sehr, sehr schön. Das kommt richtig gut. Geht schön harmonisch über in diese überreifen Früchte, habe ich ja schon gesagt. Das sind irgendwie sehr schwere Früchte. Ich habe schon fast überlegt, ob da auch so ein bisschen Pflaume vielleicht sogar. Eine überreife Pflaume, so also Pflaumenkuchen, so wenn ich daran denke. Also durchaus. Auf jeden Fall sehr schwere Früchte, sehr süße, überreife Früchte. Finde ich sehr schön, dunkle Früchte. Was in die Richtung. Ja, und nach hinten raus ist tatsächlich sogar noch ein bisschen herbe wahrnehmbar, finde ich auch gut. Schöner Hopfen. Aber auch nicht zu aufgesetzt, dezent, elegant im Hintergrund. Also ich finde generell hier aus der Brauerei, die sind elegant. Ich glaube, es ist die richtige Bezeichnung, weil ich sage, das sind irgendwie alles elegante Biere, oder? Finde ich persönlich jetzt. Also das ist so, mir ist jetzt, das Export war doch auch so gestern. Die sind eigentlich alle ein bisschen eleganter. Mann, das ist aber wirklich süffig, du. Schön. Ja, Freunde, also ich bin, muss ich sagen, begeistert, aber auch mit einem Auge ein bisschen enttäuscht. Weil ich könnte mir vorstellen, da ich weiß, wie gesagt, ich habe ja schon viele Biere getrunken, auch Kellerbiere. Und zwar, ich glaube, wenn man das mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr unfiltriert so da ins Glas bzw. in die Flasche reinpacken würde, das heißt also, wenn das jetzt wirklich trüb wäre, und wir wissen ja selber, trübe Biere, die haben einfach nochmal mehr Geschmack, die sind intensiver. Ja, weil es klar, da ist einfach noch mehr Rohstoffe, Inhaltsstoffe drin. Und die haben natürlich auch nochmal zusätzlichen Geschmack. Und ich glaube, der würde, dieser Geschmack, der jetzt hier drin noch fehlt, das sind dann so diese Aromaspitzen, wo ich immer sage, ne? Wenn man so eine Skala aufbauen würde, da würde man noch wesentlich mehr rausholen können, weil ich glaube, da steckt noch viel mehr drin. Da könnte man tatsächlich noch richtig viel rausholen. Aber dazu, wie gesagt, also ich finde, das ist einfach so, das sieht nicht aus wie ein Kellerbier. Das erinnert mich irgendwie nicht an Kellerbier. Wenn ich das so sehen würde, würde ich das alles Mögliche denken, aber... Boah, komisch. Auf jeden Fall vollmundig und süffig, so das Ganze wirklich sagen. Das ist schon gut gehaltvoll. Finde ich gut. Richtig schönes Feierabendsbier, würde ich sagen. Und das sehr auf eine sehr elegante Art. Ja, ein schöner Schaum, auch schön fluffig im Mund. Doch, das ist ein Bier, mit dem kann man Spaß haben. Zweifelsfrei. Stelle ich mir auch gut für so einen Bierabend vor, ja. Wenn du mit den Kumpels da bist, schön im Garten draußen. Selbst am Baggersee, wo ich sage, finde ich auch gut. Weil mit 5,1 ist es auch nicht so stark, sage ich mal, dass man da jetzt sofort umkippt. Und da, weiß ich, da mit den Karpfen singt geht da im Baggersee. Aber das ist schon genau richtig so, ne? Passt schon. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Kellerbier finde ich gut hier, was da gebraut worden ist. Macht Spaß zu trinken und genauso möchte ich es auch bewerten. Ich gebe allerdings, wie gesagt, einen Punkt Abzug, weil ich glaube, da ist noch mehr Potenzial drin. Normalerweise hätte ich jetzt 5 gegeben, weil ich sage wirklich, das ist ordentlich, das ist gute Qualität, das macht Spaß, macht wirklich richtig Spaß zu trinken. Aber wie gesagt, da ist noch Potenzial drin. Ich würde sagen, da geht tatsächlich noch mehr. Da könnte man, wenn da noch, wie gesagt, richtig ja, naturtrüb wäre, da würden noch viel mehr Spitzen rein. Also da wäre noch einiges mehr drin. Deswegen, ich gebe 4 von 5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Tolles Bier. Und ja, damit ist Bier Süffler draußen. Ich würde sagen, bis morgen zum nächsten Biertest. Ciao, euer Bier Süffler.